Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Elden Ring, dem DLC Shadow of the Earth Tree. Wir befinden uns immer noch am Fuß von Rau und werden uns jetzt hier in der letzten Ecke, die wir noch nicht genauer erforscht haben, wieder umschauen, schauen, was es dort zu finden gibt. Ich rechne fest mit zumindest einem versteckten Boss. Hier sehen wir auf jeden Fall schon mal einen See mit einigen Gegnern. Pennt der eine da oder ist er tot? Einer down. Viel Spaß. Wow. Alter, der hat die volle Breitseite abbekommen. Und der Kollege daneben, der kriegt nichts mit. Alter, ein Meter neben dir findet ein Kampf statt. Ich benutze Magiebomben. Quasi. Ne? Magieexplosionen. Heiliger Speer der Blutunholde. Oh. Also wirklich, ich benutze etwas, von dem ich mir sicher bin, dass es scheiße laut ist, aber der checkt nix. Sind die taub? Die müssen taub sein. Die reagieren nur dann auf mich, wenn sie mich sehen. Aber ansonsten gar nicht. Hören tun die scheinbar wirklich null. Das ist schon krass. Naja. Leider hat dieser See jetzt nicht das beinhaltet, was ich erwartet habe. Nämlich einen Boss. Ich habe damit gerechnet, dass wenn hier ein Boss existiert, und ich bin mir sicher, hier existiert einer, irgendwo, höchstwahrscheinlich, vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass, ich hätte mir auch vorstellen können, dass der Boss einfach aus dem See rausgekrochen kommt, ne, dass er zuerst, keine Ahnung, unter Wasser ist und dann, sobald ich im See bin und ein paar von den Viechern erledigt habe, dann steigt er plötzlich empor. Aus dem Schlamm, der, ja, am Boden des Sees ist. Dass er sich so eingebuddelt hat. Und sobald er spürt, dass oben Action ist, dann kommt er hoch. Ja, bitte. Ach so, ist das Tier. Okay. Alles klar. Keine Gefahr. So lala. Okay. Wir haben den Eingang gefunden, denke ich mal. Oh ja. Ach, scheiße. Freund oder Feind? Feind. Mit dir kann ich nicht interagieren, also Feind. Bam! In der Luft erwischen. Das ist auch immer wunderschön befriedigend, ne? Wenn die Gegner einen Sprungangriff vorbereiten, man trifft sie in der Luft und dann fliegen die voll auf die Fresse. Das ist auch hammermäßig. Immer wieder aufs Neue. Okay, wir haben einen weiteren Dungeon gefunden, glaube ich. Wir haben ja bereits einen ähnlichen Dungeon gefunden. Also einen Dungeon mit einem ähnlichen Eingang. Der war hier ungefähr. Nee, Bonnydorf, das ist zu weit. Warte. Das war am Anfangs. Da. Im Anfangsgebiet. Hier, Lavazulauf der ruinierten Schmiede. Genau. Das war der Dungeon, der auch so einen Eingang hatte, ne? So in eine Mauer reingeschlagen. Wird das hier etwas Ähnliches? Ruinierte Schmiede von Taylev. Oder Tayliu? So oder so. Es ist Dungeon-Zeit, Leute. Immer wieder schön. Ich mag es, wenn man so einen Mini-Dungeon findet. Das ist immer wieder so eine kleine Freude. Ja, eindeutig gleicher Eingang, gleiches Ambiente. Schattenreich Rune 3, ne? Der Dungeon hatte eindeutig den gleichen Innenarchitekten. So, Skad. Okay, ja gut, ich scheine irgendwie das Gebiet dezent gewechselt zu haben. Lustig, dass das mitten im Dungeon passiert.
Ich habe bestimmt bei einigen Dungeons bislang bereits das Gebiet gewechselt, aber bislang wurde es mir nur hier angezeigt. Na, okay. Die Magiebomben sind bei den Viechern nicht wirklich nötig. Was passiert, wenn ich da runterspringe? Ich habe das Gefühl, das ist eine Reise ohne Wiederkehr. Ich komme von da unten ja nicht mehr wieder hoch, oder? Oder? Ah, doch, nee, hier sind Stufen. Moment. Ah, besser. Hier sind tatsächlich Stufen. Okay. Springen voraus. Wage es nicht, kurz gesagt, ich hab's geschafft. Okay. Ich übersetze die Nachrichten dann auch immer so im Kopf ins Englische und überlege dann, macht das im Englischen Sinn? Ich glaube nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, vielleicht übersetze ich es auch falsch. Don't you dare, in short, I did it. Ah, kurz gesagt, was ist nochmal eine vernünftige Übersetzung für kurz gesagt? Mir fällt jetzt gerade keine vernünftige Übersetzung ein. Irgendwie habe ich jetzt gerade Brain Lag. Noch und nöcher. Boah, schaffe ich den Sprung? Von da aus auf jeden Fall. Von da aus schaffe ich den Sprung safe. Okay, im letzten Dungeon mussten wir dieses Rohr ja erstmal noch runterlassen. Müssen wir das hier auch? Erstmal gucke ich hier oben, bevor ich runterspringe. Eieieiei, die schon wieder. So, Alter. So. Bam. Und jetzt noch. Boom. Okay. Die kennen wir ja noch. Schmiedeschrift Axt. Moment. Wir haben ja schon mal eine ähnliche Waffe gefunden. Und zwar am Ende des letzten Dungeons. Wirklich komplett am Ende. Der letzte Dungeon hatte auch irgendwie gar keinen Boss. Das war irgendwie der einzige Dungeon, bei dem ich tatsächlich keinen Boss gefunden habe. Am Ende. Sondern eine Waffe. Und jetzt bekommen wir eine ähnliche Waffe. Nee, der Amboss-Hammer war das, oder? Warte. Wo ist die Waffe, die ich jetzt gefunden habe? Die Axt. Erstmal Soldatenangst. Hier. Schmiedeschrift-Axt. Okay, ist doch nicht die gleiche Axt. Eine mit Schmiedeschrift gravierte Axt. Eine kunstvoll geschmiedete Wurfwaffe. Führt einen starken Angriff oder einen starken Sprungangriff aus, um die Axt zu werfen. Talent wilde Schläge. Schwingt die Waffe mit aller Macht. Halten, um den Angriff aufrechtzuerhalten. Setzt mit einem normalen oder starken Angriff nach. Okay, eine Axt, die man wirft, um damit anzugreifen. Erinnert mich an ein gewisses Spiel. Der wird scheinbar nicht geworfen, glaube ich, oder? Der Amboss-Hammer. Denke ich mal. Ja, eine Axt, die geworfen wird. Kommt einem das nicht eventuell bekannt vor? Ne? Aus einem gewissen Spiel. Mit einem gewissen Gott. Des Krieges. Ja. Ich verrate nichts. Vorsicht vor Waffe. Hui. Okay, hier werden wir scheinbar nicht gesnipert. Noch nicht. Ich gehe erstmal ganz nach unten. Mal gucken, was dort ist. Außer Lava. Außer viel Lava. Sehr viel. Scheiße viel Lava. Und ich sehe keine Items da drin.
Und solange ich nicht ganz genau weiß, da ist irgendetwas, werde ich auch garantiert keinen Spaziergang durch die Lava machen. Garantiert nicht. Vorsichtig. Und ep. Wahrscheinlich Waffe. Waffe voraus. Okay. Sehr gut bewertet sogar. Ach Mist. Wollte ich doch eigentlich nicht, weil das Overkill ist. Egal. Oh, Schmiedeschrift Großhammer. Wait. Erzähl mir nicht, das ist jetzt ein Hammer, den man werfen kann. Schmiedeschrift Großhammer. Mit Schmiedeschrift gravierter Großhammer eine kunstvoll geschmiedete Wurfwaffe, Alter. Führt einen starken Angriff oder einen starken Sprintangriff aus, um den Großhammer zu drehen und zu werfen. Talent beharren. Verankert eure Haltung im Boden und sammelt alle Kraft, um kurz euer Gleichgewicht zu stärken. Während ihr dieses Talent verwendet, erleidet ihr weniger Schaden. Alter. Jawohl, ja. Geil. Macht das, nee, es macht nur körperlichen Schaden. Okay. Wenn es Blitzschaden auch noch machen würde, dann wäre es ja ziemlich eindeutig. Ne? Ein Hammer, den man werfen kann? Jawohl. Den hätten sie jetzt auch genauso gut Mjölnir nennen können. Eine weitere Parallele zu God of War. Ja, ich weiß, Mjölnir bzw. generell Thor sind jetzt nicht nur... Die stammen ja jetzt nicht nur aus God of War, die stammen natürlich allgemein aus der nordischen Mythologie, schon klar. Aber dennoch. Alter Vater, schon geil. So, wo soll ich zuerst lang? Ich würde sagen, erstmal hier. Oh Gott, nein, zwei von denen. Come on. Wow, wow, wow! Klar, ist zwar nichts mehr von mich übrig, aber walz mich noch platt mit deiner Wampe. Danke dafür. Ach du Scheiße. Ja, vergiss es. Von hier aus komme ich da definitiv nicht hin. Platsch. Ach komm, wir können direkt hier runter. Hier rauf. Zack. Na, sämtliche Gegner bis dorthin können wir ignorieren. Von daher ist relativ leicht, wieder dorthin zu kommen. Ich verstecke mich mal hier so ein bisschen. Ah, ja, 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 scheiße. Ich wollte halt den einen erledigen, bevor der andere überhaupt an mich rankommt. Mann. Klappt leider nicht so, wie erhofft. Aber ich war nah dran. Ich war sehr nah dran. Vielleicht versuche ich es nochmal. Es hätte klappen können. Einfach Brachialgewalt. Als Strategie. So, und holla hepp. Vielleicht gibt es in diesem Dungeon ja einen Boss. Oder eine weitere dieser Amboss-Waffen. Wer weiß. Boom! Yes! Okay, oh nein, nein, schubst dich nicht, nein! Oh Gott, ich dachte, ich wäre jetzt down. Alter. Wie er dieses Auto-Aim auch hat, ne? Puh. Schon. Boah. Hat ihn gar nicht getroffen. Danke, jetzt aber.
Geht doch. Eieiei. Dunkelschmiedestein 7 und Schmiedestein 7. Jawohl, Gasstein, Schmiedestein 4. Was haben sie jetzt bewacht? Den uralten Drachenschmiedestein. Nice. Schmiedematerialien immer gut. Okay. So, da. Alter, wirklich, als er mich da runtergeschubst hat, ich dachte, jetzt ist es aus. Oh, Gott sei Dank war hier eine Stufe. Ach du, okay. Jetzt war es, glaube ich, durchaus gerechtfertigt, die Magiebomben zu benutzen. War hier sonst nichts? Okay. Scheinbar nicht. Ist okay. Hier gibt es scheinbar sonst nichts. Okay. Dann wieder zurück aufs Rohr. So. Volles Rohr! Und zack. Okay, ich habe damit gerechnet, dass hier wieder ein doppeltes Aufgebot dieser Gesteinstypen auftauchen wird. Ah. Dunkelschmiedestein 8. Und hier habe ich jetzt mit einem Hinterhalt von lauter Lavaschleim-Monstern erwartet. Kam auch nicht. Ja, okay, da hinten ist auf jeden Fall noch was. Oh Gott. Shit. Ich dachte, ich wäre jetzt verreckt. Oh oh. Komm schon, schaffe ich es noch? Mist! Irgendjemand erschafft gerade am laufenden Band Lavaschleim-Monster. Nein, komm schon! Ach Mann! Hab dich! Ach du Scheiße, die werden ja wirklich immer mehr. Ah du, wow! Okay, sehr viele Schmiedesteine hier. Au. Oh oh. Okay. Yes. Boom. Hab dich. Okay. Alter, das Vieh war neu. Oh, oh, oh. Nein! Schmiedestück. Au, Schmiedestück. Okay, war nicht so schlimm. Schmiedeschriftschild. So. Gut, das waren alle. So, Schmiedeschriftschild. Moment. Achso. Zählt noch zu den Nahkampfwaffen der Schild oder was? Doch nicht? Ah, okay. Da ist er. Mit Schmiedeschrift gravierter Rundschild. Eine kunstvoll geschmiedete Wurfwaffe. Ha! Kann mit Hilfe der Waffenfertigkeit geworfen werden. Alter! Jawohl, ey. Captain America lässt grüßen. Einzigartiges Talent, Diskuswurf. Wirft den Rundschild wie einen Diskus. Mithilfe der Schmiedekünste erscheint der geworfene Schild sofort wieder in der eigenen Hand. Natürlich. Springen voraus. Ja, ich sehe schon. Eine andere Möglichkeit gibt es ja gerade nicht. Hui. Jetzt geht mir aber auch langsam... sie dürfen nicht, oh, sie dürfen nicht. Sie dürfen nicht, oh, sie dürfen nicht, daher preiset Nachricht.
Ja, weil das, weil man dadurch durch das Schloss, durch das Gitter kann. Kein etwas voraus, daher Hebel suchen. Okay. Ah, hier haben wir schon mal eine Leiter. Leiter suchen. Heilung voraus benötigt. Übrigens, preiset Nachricht. Okay. Why not? Heilung anbieten. Schmiedestein 8. Hallihallo. Au. Der hat mich echt noch erwischt. Visionen hier von Herr Elden Ring. Visions of Lord Elden Ring. Oder ist damit vielleicht Lord of the Rings gemeint? Visions of Lord of the Rings vielleicht? Wollte die Nachricht das ausdrücken? Ne, Herr der Ringe? Weil durchaus, ja. Kann ich verstehen. Da, in dem Fall kann ich es verstehen. Oh Gott, wieder so eine lange Leiter. Ach du liebe Zeit. Und sehr viel Lavaschleim. Okay, so viel nun auch wieder nicht. Zwei Stück. Ich wollte schon sagen. Moment. Boah, der kann tatsächlich im Fernkampf agieren. Alter! Echt jetzt? Ah, war ja klar. Musste wieder ein Angriff sein von wegen, ich greife so lange an, bis du tot bist. Die haben doch vorher immer nur zweimal diese Steinfaust auf mich geschleudert, oder nicht? Jetzt auf einmal deutlich öfter. Ja, danke. Naja, sollte auch hier wieder relativ leicht gehen. Sollte relativ leicht und schnell klappen, dass ich wieder meine Runen erreiche. An den meisten Gegnern hier kann man ja, was heißt an den meisten, an allen Gegnern kann man hier ziemlich gut vorbeilaufen. Ne? Selbst der Typ hier. Also beide Typen, die können einem gar nichts, sobald man hier drüber springt. Ja, schon ist man außerhalb derer Reichweite. Fertig. Problem gelöst. Sehr gut. Jawoll. So. Dunkelschmiedestein 3. Da ist es down, das Riesenbaby. Okay. Crosser Amboss. Ich hab's geschafft. Visionen hier von etwas Unglaubliches, aber A, nicht hier. Hätte ich nur dies gut gemacht. Ja gut, zack. Oh, eng. Aber hat geklappt. Gasstein. Ah, da ist ja der Hebel. Was macht der jetzt? Oh, das Rohr wird noch etwas abgesenkt. Nee, es wird gerade... Was? Es wird umgedreht?
Ha. Okay. Interessant. Hier, ja. Könnte ich den Hebel ein weiteres Mal betätigen? Wenn ich jetzt zum Beispiel, weil jetzt könnte ich ja jetzt, ich glaube, aus dieser Position heraus könnte ich gewisse Orte nicht mehr erreichen. Oder? Hier jetzt zum Beispiel. Alter, ist das Ding niedrig. Ja, vielleicht kann ich es ja doch. Vielleicht kann ich es ja doch noch. Oh, es ist aber. Alter. Ist aber sehr eng. Ich weiß nicht, ob ich mir diesen Sprung zutraue. Achtung, nicht hier. Runtersuchen. Ja, weiter runter geht gar nicht mehr. Oder? Ah, doch! Da ist ein Balkon! Da ist ein Vorsprung! Ach, Laber. Krass. Na klar. Okay, nice, sehr gut. Ja, wunderbar. Danke für den Tipp. Der ist ja Gold wert. So gab es. Okay. Wieso ist das Tor dort offen? Da ist mit Sicherheit nichts. Da passe ich im Leben nicht durch. Da sind zwar Nachrichten, aber die werden wahrscheinlich auch nur so etwas sagen wie: Oh, hätte ich nur dies schmalen Körper oder irgendwie so etwas, dass man sich da durchzwängen kann. Irgendwas in die Richtung wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass man da tatsächlich irgendwas findet. Da komme ich im Leben nicht durch. So. Bin ich dort? Da muss ich, glaube ich, noch hin. Jetzt bin ich ja hier wieder am Anfang. Auf der Seite. Aber auf der Seite bin ich noch nicht gewesen, glaube ich. Kein Gegner voraus, okay. Ja gut, hier ist ja eh eine Leiter, von daher passt das ziemlich gut. Hallihallo, was haben wir hier? Schönes Altar untersuchen. Wow. Taylev, der Golemschmied und uralter Drachenschmiedestein. Wir haben eine weitere Geisterasche. Geil. Und auch hier, der Dungeon hat keinen wirklichen Boss, einfach nur geilen Loot am Ende. Okay. Ist okay. Mann. Gehe die ganze Zeit falsch. Nicht Kriegsasche, nein. Da, Asche. Da ist er. Asche, in der noch ein Geist verweilt. Hiermit ruft ihr den Geist von Taylev, dem Golemschmied, herbei. Der Geist des treuen Steingolems, der seine eigenen Fäuste abfeuert. Taylev war als Küken der Gruppe bekannt und hörte zuerst auf, sich zu bewegen. Aber er war es, der zur Wächtergottheit der Schmiedekunst wurde. Okay. Nice. Geile Sache. Ja, ich finde, diese Dungeons sind auch eine nette Abwechslung, ne? Ein Dungeon, wo nicht am Ende ein Boss auf einen wartet, sondern einfach nur Loot. Einfach nur guter Loot. Das ist doch auch mal was, oder? Kann man machen. So, an der Stelle werde ich natürlich wieder. Upsala. Ja, Wecker ist gut. Alter, Wecker, ich. Alter, ich drücke auf Ausschalten, aber. Echt jetzt? Der will nicht aufhören. Hallo. Ach ja, herrlich, ey. Bei meinem Handy scheint eine Platine durchgeschmort zu sein. Das hat nicht aufgehört zu bimmeln und ich konnte mit. Das Touchpad, das hat ganz komisch zwar aufs Wischen reagiert. Ich konnte auf dem Touchpad locker herumwischen und dadurch etwas auslösen. Das wurde auch registriert. Aber ich konnte irgendwie nicht auf die Wecker-Ausschalten-Taste draufdrücken. Das hat das Handy nicht akzeptiert. Hä? Also wischen ist okay, aber auf den Knopf draufdrücken, das. Ach Gott. Nein, ich werde nicht versuchen, das zu verstehen. Oh. Ich habe tatsächlich gerade nicht genug für ein Level-Up. Aber ich würde sagen. Oder? Ich habe ja. Ach komm, das kriegen wir sowieso, wenn wir ein paar Gegner draußen erledigen. Außerdem, wir haben ja auch noch.
einige Runen verloren vor ein paar Parts. Und die würde ich ehrlich gesagt auch noch einmal ganz gerne nachholen. Sprich, au. Ich würde wahrscheinlich wieder ins Hauptspiel zu meiner üblichen Farming-Methode zurückkehren. Ich wollte gerade sagen, hallo, ich höre das Glitzern von dem Viech, aber ich habe es nicht gesehen. Jetzt erst. Alter, nein. Nein, 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 nein. Ach, komm schon. Nein! Mann! Du Arschgesicht! Ich bin schon längst tot, du Penner! Meine Fresse, ey, ist der persönliche Leibwächter von dem Ding, oder was? Ey. Kommt ja wieder aus dem Nix angeschissen und versaut mir diesen leichten Kill. Gefolgt von höchstwahrscheinlichem Loot. Bam. Wo kam der her? Ja, ist okay. Ist okay. Kam der von... Ja, der wandert von unten nach oben. So, diesmal nicht. Du Dreckiger. Ah, noch einer. Ihr Dreckigen. Ups. So. Soll ich mal mit der Steinschleuder anfangen? So. Kriegsasche Streuschusswurf. Na also. Geht doch. Will ich immer noch glitzern? Irgendwie? Ich höre es immer noch glitzern. Hier ist safe noch. Da ist es, ich sehe es doch. Okay. So, Dunkelschmiedestein 7, sehr gut. Jetzt höre ich kein Glitzern mehr. Fertig. Nächste Gruppe down. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich bin jetzt hier unten erstmal durch. Erstmal. Ja, und was dieses Gemälde angeht, ich habe keine Ahnung, wo eventuell der wahre Ort ist, auf den das Gemälde hinweist. Ne, wir haben ja bereits im letzten Part die Theorie gehabt, dass hier ungefähr der Ort ist, Objektherstellung, falsch, der von diesem Gemälde Einfall angezeigt wird. Aber, glaube ich doch nicht. Es sieht zwar ähnlich aus, ne? So grob. Vom Groben her stimmt das durchaus, aber ich glaube nicht, dass ich hier richtig bin. Bei genauerer Betrachtung.
kann ich leider doch nicht sagen. Oh Gott, das war jetzt ein bisschen zu eng. Nee, passt, Leute. Schade, ich dachte, wir kämen hier auch komplett bis ganz nach unten, an diesen Ort hier. Aber dann werden wir wohl oder übel eine andere Route finden müssen, die uns dort nach unten bringt. Vielleicht hier irgendwo, in diesem mystischen Kirchendistrikt. Das könnte ja durchaus auch sein. Okay. Leute, ich würde jetzt mal wieder zu diesen Fingerruinen von Ria zurückkehren. Denn ich hatte ja die Vermutung, dass die Karte, die wir von Emir bekommen haben, dass die auf diesen Ort hier verweist. Und diese Vermutung wurde mir in den Kommentaren quasi bestätigt. Deswegen schauen wir mal. Eine Kleinigkeit habe ich hier scheinbar noch nicht entdeckt, die jetzt aber quasi erst Relevanz bekommt, dadurch, dass ich mit Emir gesprochen habe. Und deswegen, ich glaube, das soll hier sein, oder? Irgendwo. Hier sind sehr viele Hände mal wieder. Schild. Ist das... Überreste untersuchen. Oh! Echo duplizieren. Ach. Krass. Elden-Echo. Echo des tanzenden Löwen. Echo der Zwillingsmondritterin. Nehmen wir mal das. Duplizieren wir mal das. Weil wir es können. Okay. Und diese Fingerruinen. Da werde ich jetzt mal als nächstes. Okay, dann habe ich es doch im Kopf durcheinander gebracht. Das ist ein Ort, den ich noch nicht besucht habe, aber mit der Quest hat er doch nichts zu tun. Ich kehre auf jeden Fall noch einmal zu diesen Fingerruinen zurück und mal gucken, ob es dort jetzt etwas machbar ist. Ich bin gespannt. Oh, vorsichtig. Magiegeschosse könnten mir jetzt um die Ohren fliegen. Ja, da sehe ich schon das erste. Da. Aber zum Glück gibt es hier... Aua, wow. Zum Glück gibt es hier ja genug Versteckmöglichkeiten. Sodele. Oh, die hängende Glocke läuten. Ich weiß nicht, will ich das? Das klingt jetzt irgendwie auf so viele Arten und Weisen falsch. Nord suchen. Oh, jetzt wollte ich die Nachricht lesen, habe aber die Glocke geläutet. Oh, das war nicht Glocke läuten, ich habe gerade ein Kriegshorn geblasen. Purpursamen-Talisman, Ach Mann, ey, wieso muss das alles so eklig sein? Das ist doch alles eindeutig zweideutig. Warum Purpursamental... Ach Mann, komm, hör auf. Das ist da, die Entwickler können mir nicht sagen, dass das keine Absicht war. Verarscht mich doch nicht. Ein purpurfarbener Talisman nach dem Vorbild des der Erdenbaumsaat. Verstärkt die LP-Regeneration einer Flasche mit Purpurtränen deutlich. Die Erdenbaumsaat wurde als Mythos betrachtet. Dieses uralte Artefakt zeigt zudem die zwei Finger, die womöglich auf die Entstehung des Erdenbaums hinweisen. Ach Mann, ey, hängende Glocke und dann blase ich da rein und dann kriege ich Samen. Alter, das ist doch alles... Komm! Ohne Scheiß, ey, das könnt ihr mir nicht erzählen, dass das nicht so gemeint war, wie es klingt. Ugh. Na gut, kehren wir mal zur Kathedrale zu E-Mail zurück. Meine Güte, ey. My poor thing. Another bad dream, Yuri. What that rotten thing out of your mind? That
good mess can't hurt you. Okay. Oh. Ist das das Kind, von dem du geredet hast, auf das ich nicht treten soll? Ach Gott, natürlich. So eine Hand. Jawohl, Hammer. Ach du Scheiße. Was zur Hölle ist das? Ich meine, gut, da er mich in die Fingerruinen geschickt hat, sollte mich das nicht wundern, aber trotzdem. Okay, er ist ein kleiner Fingerfetischist, wie es scheint. Jetzt weiß ich auch auf welche Sachen er steht, ne? Er steht drauf, dass man in die hängende Fingerglocke hineinbläst und dann einen Samen-Talisman bekommt. Alles klar. Wir wissen Bescheid, Ymir. Du hast deine tiefsten Gelüste nun zum Ausdruck gebracht. Ich meine, okay, zugegeben, ich habe jetzt ein kleines bisschen Kink-Shaming betrieben. Tut mir leid, jedem das Seine, ne? Wenn es existiert, dann gibt es einen Fetisch dafür, ne? Ich kenne die Regel 34. Aber dennoch. Ne? There you are. The exalted tremble of the bell has reached these ears of mine. Gracious, the starry sky is wondrous tonight indeed. Only your fate shines brighter. Now, these are for you. Ruinenkarte 2. Ich habe zuerst 11 gelesen, aber nee, das ist ja... Okay. 2 und geliebter Sternenstaub. Okay. Und mit so einer Schnipshand. Quasi, also, ne? Sie, das Bild von der Hand sieht doch so aus, als würde sie gerade schnipsen. Think nothing of it. I have made my decision to be of help. May the gleaming stars guide you evermore. Oh, das tun sie. Keine Sorge. Dank des Sternennebels. Die leiten mich immer. Zauberei studieren über die Natur der Welt. Okay. I fear that you have borne witness to the whole of it. The conceits, the hypocrisy of the world built upon the earth tree. The follies of men. Their bitter suffering. Is there no hope for redemption? The answer, sadly, is clear. There never was any hope. They were each of them defective, unhinged from the start. Marika herself, and the fingers that guided her. And this is what troubles me. No matter our efforts, if the roots are rotten, then we have little recourse. Ah ja, über Mikella. Ever young Mikella saw things for what they were. He knew that his bloodline was tainted, his roots mired in madness. A tragedy, if ever there was one. That he would feel compelled to renounce everything. And the blame lay squarely with the mother. Hm. Okay. Hat er was Neues an Zauberei? Doch. Hat er wirklich. Schimmersteinnagel und Schimmersteinnägel. Okay. Singular, Plural. Yay! Haben wir aber noch nicht mehr genug Runen für. Okay, hab nicht damit gerechnet, dass er noch neue Zaubereien bekommt. Cool. May the gleaming stars guide you evermore. Danke. Karte zu alten Ruinen erhalten. Ihr findet sie im Inventar. Jo, sagt er noch was Neues? Oh, hello. Is something the matter? Nö. Gleaming star. Okay. Okay, cool. Dankeschön. Damit haben wir seine Questline wohl weiter getrieben, sozusagen. Ja, wie gesagt, kein Kink-Shaming, es hat mich nur extrem überrascht. Ne? Jeden das seine. Von daher, ja. Ich würde sagen, damit können wir an der Stelle für heute Schluss machen. Ich schaue mir nochmal die Runenkarte an, vielleicht sehe ich ja, wo ich als nächstes hin muss. So, die letzte Aktion für diesen Part. Da. Eine simple Karte, die verblasst und schmutzig ist, von Fürst Ymir dem Hohepriester erhalten, zeigt den Fundort einer weiteren heiligen Ruine neben der auf der ersten Karte gezeigten. Mögen die schimmernden Sterne euch immer fortleiten. Sieht die genauso aus? Nee, tut sie nicht.
Okay. Ach, wait! Ich glaube, erkenne ich das wieder? Ich glaube schon. Ah, ich glaube, die Karten sind deutlich, also die Orte, die auf der Karte verzeichnet sind, die Karte ist deutlich weiter rausgezoomt, sozusagen, als ich es erwartet hatte. Ich dachte, der Ort, der auf der Karte angezeigt wird, ist sehr nah rangezoomt. Aber nee, es ist sehr weit zurückgezoomt, tatsächlich. Und ich glaube, das ist das hier. Der Ort, da muss ich als nächstes hin. Ich meine, klar ist auch deshalb naheliegend, weil das hier wieder wie eine weitere Fingerruine ausschaut. Ne? Was soll es auch anderes sein? Aber okay, da kommen wir erstmal noch nicht hin. Ich gehe stark davon aus, dafür müssen wir erstmal hier durch dieses Kirchenbezirk-Konstrukt. Ne? Da müssen wir da erstmal durch, um weiterzukommen. Okay, aber wir sind überhaupt schon mal weitergekommen. Das ist doch geil. Coole Sache. Gut. Dann würde ich sagen, wir starten noch einmal von hier aus. Ne? Wir haben hier ja auch noch jetzt eine Menge zu erledigen. Deswegen, ja, würde ich sagen, ich beende an der Stelle einfach mal den Part für heute. Und dann werden wir sehen, ob wir bei der Reise weiter Richtung Norden in der Lage sind, noch ein paar Sachen zu finden. Ich sehe einen weiteren Feuergolem in der Ferne. Das auf jeden Fall. Ne, hier die Gegend haben wir ja schon erkundet. Dann fehlt jetzt quasi nur noch dieser Abschnitt. Ne? Und dann können wir auch von der anderen Seite wahrscheinlich den Kirchendistrikt betreten. Ich bin sehr gespannt. So oder so würde ich an dieser Stelle für heute erstmal sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!